Herzschlagfinale am allerletzten Spieltag. Fußballherz, was willst du mehr? Es geht um alles oder nichts. Bevor es aber losgeht, wird nochmal ausgezeichnet Matthias Seidel und auch Gerald Scheiblehner, bester Spieler bzw. bester Trainer der Saison. Und dann rein ins Spiel. Tobias Koch nach nicht einmal einer Minute mit der ersten guten Möglichkeit nach langem Abschlag von Nicolas Schmidt. Steht er da auf einmal vor Luka Maric. Die erste Bewährungsprobe für den Sturmkeeper. Blau-Weiß braucht einen Umfaller, braucht aber vor allem drei Punkte. Was es nicht braucht, ist ein Gegentor. Und in der fünften Minute kommt der Kapitän der Young Blackies, Paul Kompusch, diesem Gegentreffer schon ziemlich nahe. Fast schon allein gelassen und der Kopfball dann drüber. Eine intensive, spannende, unterhaltsame, chancenreiche Partie. Simon Pirkel, der es immer wieder mit Flanken versucht. Und Smajulu, der Neorapidler, will sich noch als Meister verabschieden, bevor es zu den Grün-Weißen geht. Hier fehlt dann aber doch ein bisschen was fürs 1:0. Wieder ab in die andere Richtung. Die Jungblackies, sie bleiben immer wieder gefährlich mit Nadelstichen hier. In Form von einem Distanzschuss von Mohamed Fusseini. Immerhin schon österreichischer Cupsieger mit den Großen geworden. Dann die 30. Spielminute. Ecke Blau-Weiß-Linz und Fabian Windhager. Der Ball kommt und rutscht da irgendwie zu ihm durch, rutscht dann aber auch von seinem Schuss an jedem Gegenspieler und Mitspieler vorbei, auch am Tor. Chancen auf beiden Seiten, die Devise der Jungblack ist ziemlich klar, es geht auf Konter und die werden eiskalt ausgespielt. Leon Grgic hat viel Wiese vor sich, genauso wie Fusseini und dann Cesventa, Eigentor. Der Super-GAU in der 33. Spielminute. Und Christoph Schösswenter in seinem allerletzten Profispiel, bevor es wieder weitergeht als Blau-Weiß-Sportchef, tritt ja die Nachfolge von Tino Wawra an. Unglaublich unglücklich. Zuerst Fusseini im Duell gegen Nicolas Schmidt, den Torhüter der Saison, der hier noch hält. Und dann kommt aber Schösswenter nicht mehr klar mit seiner Fußfolge. Dementsprechend das 0:1 und fast die Kopie. Kurz danach Grgic im Zweikampf gegen Schmidt und Nicolas Schmidt bleibt Sieger und hält damit Blau-Weiß weiterhin in der Partie. Unglaubliche Szenen. Die Jungblack ist immer wieder mit Konter gefährlich, wie auch hier. Aber Nicolas Schmidt essentiell dazwischen. Blau-Weiß bleibt in der Partie und Matthias Seidel, der Zweitligaspieler der Saison, treibt seine Jungs an, genauso wie Ronny Waldo. Toller Haken und dann der Mann, der schon 18 Tore geschossen hat, lässt diese Chance aus, macht fast alles richtig, setzt den Schuss dann aber tatsächlich neben das Tor. Die letzte Möglichkeit vom Halbzeitpfiff, Majulo mit einem seiner langen Einwürfe. Und dann der Brasilianer, wo halt ein Goalgetter steht. Ronny Waldo mit der nächsten guten Möglichkeit. Aber Luka Maric im Privatduell immer wieder mit tollen Flugeinlagen. Heute mit einem fast perfekten Spiel. Warum fast? Wir steigen ein in die zweite Halbzeit. Blau-Weiß macht dort weiter, wo sie in der ersten aufgehört haben. Und Ronny Waldo bei dem, was er am allerliebsten macht, holt sich nach diesem Spiel die Torjägerkrone, unter anderem mit diesem 19. Saisontreffer, und lässt in dieser Szene Luka Maric keine Chance. Die Flanke von Simon Pirkel haargenau auf den Kopf vom Brasilianer und sein Kopfball noch besser. Nur ein paar Minuten später, Fabian Windhager schnappt sich ein Herz und probiert es mit seinem schwächeren linken Fuß. Auch hier fehlt nicht viel. Blau-Weiß wie ausgewechselt mit Chance um Chance. Sie drücken auf diesen Führungstreffer. Aber danach passiert nicht viel. Es ist ein Machtkampf in der Zentrale.
Die Young Black ist dann 10 Minuten vor Schluss mit dieser Chance wieder durch den Kapitän, durch einen Standard. Paul Kompos beinahe mit dem Rücken, wieder mit dem nächsten Schocker. Blau-Weiß gewarnt. Ein Tor und alles sieht anders aus. Nur kurz darauf die nächste Möglichkeit der Young Black ist. Es kommt der eingewechselte Antonio Ilic an den Ball. Die Latte verhindert den absoluten Albtraum. Und vor allem, weil es in der anderen Partie beim GAK zu diesem Zeitpunkt noch immer 0:0 steht und dementsprechend braucht es einen Treffer. Die 86. Minute, die Flanke auf Danilo Mitrovic. Und auch wenn es keine Torlinientechnik gibt, Referee Alan Kias pfeift und bringt damit die Gastgeber in absolute Ekstase. Danilo Mitrovic seit 2019 bei Blau-Weiß Linz. Er hat schon mal einen Meistertitel erlebt, 2021. Damals hat man noch den Antrag auf die Bundesliga-Lizenz nicht gestellt, weil man mehr wollte. Vor allem mal mit einem neuen Stadion aufsteigen. Und dieser Traum, der lebt jetzt durch dieses Goldtor vom 22-jährigen Serben. Der Matchwinner, der die Stahlstädter zum Jubeln bringt. Vor allem, weil es in der anderen Partie in Dornbirn 1:1 ausgeht. Und dieses Ergebnis heißt zeitgleich herzlichen Glückwunsch und Gratulation. Zweitligameister und Aufsteiger sind die Königsblauen, ist Blau-Weiß Linz. Ja, jetzt gerade sprachlos. Es ist, ja, es ist so ein Finish, wie wir es uns gewünscht haben, wie wir einfach die ganze Woche gehofft haben, dass wir es so hinkriegen. Und ich muss sagen, unfassbar großen Respekt an die Mannschaft. An so einem Tag heute mit 1:0 hinten sein, ein bitteres Tor fressen und dann trotzdem zweite Halbzeit so zurückkommen beim Spiel, wo es um alles geht, wo die Nerven blank liegen, wo die Kraft einfach schon ja, eigentlich gar nicht mehr vorhanden ist. Es ist Hut ab vor der Truppe, wirklich Wahnsinn. Ja, das ist unsere Mannschaft. Wir wissen das. Ab und zu hat es nicht so ausgeschaut, wenn wir am Ende dann immer wieder Tore bekommen haben. Aber die Mannschaft ist einzigartig und sie hat es einfach verdient, diesen Erfolg. Es freut mich einfach speziell für die Spieler und für mein Trainerteam, weil wir wirklich unglaublich viel investiert haben. Und es ist einfach schön, wenn du am Ende dann so belohnt wirst. Und ja, und jetzt können wir mal richtig feiern.